Wir gehen zum ersten FC Düren, besser gesagt zur Nachwuchs-, zur Jugendabteilung. Und da haben wir am Samstag ein A-Jugendspiel in der Mittelrheinliga erlebt. Und der Jugendleiter, der Herr Peters, wird uns dementsprechend jetzt berichten, wie die Partie ausgegangen ist bei der Fortuna in Köln. Und freuen uns natürlich auf das erste Interview der Nachwuchsabteilung. Bereits haben wir schon die Leute besucht beim Benefizspiel gegen Dynamik Kiew vor ungefähr 14 Tagen am 2. März. Große Resonanz, große Stimmung, großer Erfolg für beide Mannschaften und wir sind gespannt, wie die A-Jugend sich denn in Köln, sag ich mal, verkauft hat. Herr Peters, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Jochums. Ja, am Samstag war es wieder soweit. Die Jugend ist aufgelaufen in Köln zur Mittelrhein-Partie A-Jugend und wie ist die Partie ausgegangen? Ja, wir haben leider 3:2 verloren, zu einer natürlich Anstoßzeit, 10 Uhr morgens, samstags morgens. Das ist natürlich schon hart für uns, natürlich auch mit Anreise. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht der Grund der Niederlage, das muss man auch dazu sagen. Ja, die Partie ist verloren gegangen. Sie haben es angesprochen, 3:2. Man kann ja auch schon mal die Punkte liegen lassen. Wie ist denn die erste Halbzeit Ihrer Mannschaft verlaufen in Köln? Ja, man muss einfach so sehen, wie gesagt, die Kölner haben schon von der individuellen Klasse natürlich schon eine sehr gute Mannschaft, auch wenn sie momentan nicht an der Tabellenspitze sind, aber von der Qualität der Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die mit Sicherheit auch Potenzial hat, am Ende ganz oben zu stehen. Und da sind wir natürlich noch etwas von entfernt, muss man ganz klar sagen. Bei uns fehlt so ein bisschen in der Mannschaft auch immer die 100%, sage ich mal, Konstanz aller Spieler. Bei uns gibt es dann schon mal Tage, wie gesagt, da haben einige Spieler, die spielen mega, mega, mega Spiele, dann fallen die anderen nicht so direkt auf, die vielleicht nur 80% spielen. Und das ist leider dieses Manko dieser Mannschaft. Wir haben gegen die unteren Mannschaften schon Punkte abgegeben und Top-Mannschaften wie Hennef und Alemannhagen, beide Mannschaften und Eilendorf und Fortuna Köln, jetzt leider nicht am Samstag, aber die anderen drei genannten Mannschaften von mir, die haben wir geschlagen. Und dann ist das tut dann immer so ein bisschen weh, aber wie gesagt, die Konstanz fehlt bei der Mannschaft. Das konnte man auch am Samstagmorgen sehen, erste Halbzeit gesagt. Fortuna war gut im Spiel drin, wir haben aber auch unsere Möglichkeiten gehabt. Erste Halbzeit würde ich sagen, so, dann sah es doch ganz gut aus noch. Auch da konnte man nicht sagen, dass man jetzt noch eine klare Niederlage bekommt und mit dem 1:0 ging es dann erstmal in die Halbzeit rein für die Ja, Fortuna. mit 1:0 zurückgelegen zur Halbzeit. Da war ja noch alles offen. Da ist ja noch nichts, sag ich mal, verloren gegangen in der ersten Halbzeit. Wie war denn die Ansprache zu den jungen Sportlern in der Halbzeit, in der Kabine? Ja, der Trainer, der Heiko Dietz, hat mit Sicherheit darauf hingewiesen, dass hier noch lange nichts verloren ist. Und wir waren auch in der zweiten Halbzeit schon bemühter, sage ich mal, da auch ein bisschen mehr noch ins Spiel reinzubringen, vielleicht auch eine Wende zu kriegen. Aber wie gesagt, da gehört ja auch ein Gegner dazu, der das zulässt. Diesmal nicht. So folgte dann auf einmal das 2:0, sogar als 3:0 auch. Das tat natürlich weh, durch individuelle Fehler waren das. Und dann hatte man am Ende schon bald gedacht, oh wei, wei, nicht, dass wir heute hier noch verlieren. Aber dann muss ich sagen, da ist die Mannschaft wieder zurückgekommen. Wir bekamen einen Elfmeter, der leider verschossen wurde. Wäre dann schon das 1:3 gewesen. Dann macht man aber trotzdem nochmal das 2:3. Dann ist 3, Quatsch, ist 3:1, ist 3:2 dann noch. Und dann waren die letzten 4, 5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Hätte man vielleicht sogar noch die Sensation machen können, da noch das Spiel noch um 3:3 zu kriegen. Aber das hat dann leider doch nicht mehr so ganz geklappt. Ja gut, man kann ja nicht jedes Spiel, sag ich mal, gewinnen und man ist natürlich bemüht, die jungen Leute, sag ich mal, auf die Siegestraße weiter fortzuführen und auszubilden. Wie sieht denn der Werdegang der A-Jugend aus in dem Verein vom 1. FC Düren? Ja gut, wir haben ja unsere U23-Mannschaft, die in der Landesliga spielt aktuell. Und der ein oder andere war auch jetzt schon in den letzten Wochen beim Training, konnte sich vorstellen, also vom Altjahrgang, das ist auch so ein bisschen unser Prozess, dass die Jungs sich vorstellen können bei der U23, zwecks einer Übernahme in den Seniorenbereich. Und wir haben natürlich auch ja noch Jungjahrgangsspieler, für die ist das natürlich noch kein Thema. Aber der Altjahrgang, der, wie gesagt, kann sich jetzt zeigen nochmal, hat oder hat sich auch schon gezeigt in den letzten Wochen. Und unser Ziel ist natürlich klar, so viel wie möglich, die Qualität mitbringen, in die U23 reinzukriegen und dann natürlich auch für den nächsten Schritt eventuell mal den einen oder anderen,
wenn er sich an den Seniorenfußball gewöhnt hat, auch wenn er dann mal ein bisschen mal dran schnuppern kann an der Regionalliga-Luft. Und das ist aber, wie gesagt, ein Prozess. Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht nicht von heute auf morgen. Die nächste Aufgabe Ihrer A-Jugend, wie sieht die Ja, wir aus? haben nächste Woche Samstag auch wieder ein sehr interessantes Spiel. Am Samstagabend um 18 Uhr im Niederauer Stadion geht es gegen Bergisch Gladbach. Auch eine Mannschaft, die in der oberen Kategorie, wie wir auch mitstehen, im oberen Drittel mit dabei ist. Wird mit Sicherheit ebenfalls wieder ein enges Spiel sein. Und da wird im Endeffekt dann auch entscheiden, wer die Tagesform hat, der Mannschaft und die höchste Konstante und natürlich auch den meisten Siegeswillen mit ins Spiel mit reinbringt. Das ist dieses Jahr sowieso in der Klasse sehr ausgeglichen, so die ersten 7, 8. Da kann jeder jeden schlagen. Das ist, wie gesagt, das Interessante dieses Jahr dabei. Uns fehlt halt einfach ein bisschen die Konstanz für ganz oben mitzuspielen dieses Jahr. Herr Peters, vielen Dank für das heutige Interview über Ihre Jugendarbeit vom 1. FC Düren, speziell der A-Jugend, mit einer Niederlage am Samstag zwar in Köln, aber das nächste Spiel am kommenden Samstag um 18 Uhr in Nidau auf der Kunstrasenanlage gegen Bergisch Gladbach. Wir werden dies verfolgen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ja, danke schön.